Nächster Redner ist nun für die Fraktion Die Linke der Kollege Ralf Lenkert. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Feinstaubbelastung in der Bundesrepublik verkürzen nach wissenschaftlichen Abschätzungen von Professor Wischmann die durchschnittliche Lebenserwartung um 6 Monate. Die gesundheitsschädigende Wirkung von Feinstaub nimmt dabei zu, je kleiner der Partikeldurchmesser und je höher die Anzahl ist. Auch die chemische, biologische Zusammensetzung und die Oberflächenstruktur entscheiden über die Gefährlichkeit der Feinstäube. Die 39. Bundesemissionsschutzverordnung soll nun entsprechend der EU-Richtlinie neue Grenzwerte für Feinstäube und Ultrafeinstäube festlegen, Messpunkte und Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der Grenzwerte definieren. Dass EU und Bundesregierung bei den Grenzwerten allein das Gewicht je Staubgrößenklasse berücksichtigen und nicht auch die Anzahl und die chemische, biologische Zusammensetzung, ist sicher billig beim Messen, aber ist das sinnvoll gespart? Es ist schon ein Unterschied. Es ist schon ein Unterschied für die Gesundheit, ob es sich beim Feinstaub um Bodenstaub vom Feld oder Verbrennungsrückstände aus der Industrie handelt. Derzeit gibt es bei uns in Thüringen 22 Messstellen zur Luftüberwachung. Nach dem Verordnungsentwurf soll der Feinstaub zukünftig nur noch an einer Messstelle, der in Erfurt, verpflichtend erfasst werden. Preiswert ist also auch das Kriterium für die in der Verordnung festgelegte Mindestanzahl der Messstellen zur Überwachung des Feinstaubes. Nur eine Messstelle soll sicherstellen, dass die Grenzwerte in ganz Thüringen eingehalten werden. Glauben Sie daran? Das ist, wie wenn man glaubt, dass ein fester Radarkasten installiert unter den Linden sicherstellt, dass in ganz Berlin-Mitte die Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten werden. Der Volksmund sagt, wer billig kauft, kauft teuer. Diese billige Feinstaubüberwachung wird uns bei der Gesundheit viel kosten. Die Linke will deshalb bessere Mess- und Grenzwerte, den garantierten Erhalt bestehender Messstellen und zusätzliche mobile Messeinrichtungen. Generell gilt jedoch, so notwendig die Grenzwerte und Messungen sind, bessere Luftqualität wird nicht ermessen. Man muss Luftverschmutzung verringern. In Großbritannien ermittelte man, dass der Straßenverkehr 30% des Feinstaubes kleiner als 2,5 Mikrometer und sogar 50% des Ultrafeinstaubes kleiner als 0,1 Mikrometer verursacht. Studien in der Bundesrepublik belegen, dass die Feinstaubkonzentration in Wohn- und Arbeitsräumen an Hauptverkehrsstraßen deutlich über den Belastungen vergleichbarer Räume in verkehrsarmen Gebieten liegen. Schauen Sie nicht weiter zu, wie die Menschen, die an Hauptstraßen leben und oder dort arbeiten, mit einem deutlich erhöhten Lungenkrebsrisiko, mehr Fällen von chronischer Bronchitis und häufigeren Asthmaattacken klarkommen müssen. Mit Verkehrsvermeidung, der Verlagerung von Gütertransporten von der Straße auf die Schiene, mehr, besseren und günstigeren öffentlichen Personennahverkehr ließe sich die Feinstaubbelastung dauerhaft verringern. Allein dadurch würde sich die durchschnittliche Lebenserwartung um 2 Monate erhöhen und eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden. Diese 39. Bundesemissionsschutzverordnung ist eine Mogelpackung, und Die Linke lehnt diese deshalb ab. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.